Nächster Redner ist Markus Czank, Abgeordneter der FPÖ. Dr. Markus Czank. Bitte, Herr Abgeordneter. Sehr geehrte Frau Präsidentin, sehr geehrte Mitglieder der Bundesregierung, darf ich schon anfangen oder haben Sie noch eine Wortmeldung, Herr Kollege? Hohes Haus, sehr geehrte Damen und Herren zu Hause vor den Fernsehbildschirmen. Kollege Leichtfried, vielleicht gleich am Anfang für Sie. Ein Innenminister in dieser Republik veranlasst keine Hausdurchsuchungen. De lege lata ist das einfach wirklich ein Unsinn, was Sie hier verzapfen. Und offenbar hat die Opposition hier in Österreich nur ein Ziel, nämlich dass Gesetze nicht mehr zur Anwendung gelangen, dass verdächtige Sachverhalte nicht mehr zur Anzeige gebracht werden, dass die Staatsanwaltschaft letztlich nicht mehr ihren gesetzmäßigen Aufträgen und Aufgaben nachkommt. Von der SPÖ wussten wir das ja bereits, denn sie waren ja in der letzten Regierung schon nicht willens und nicht fähig, dass sie die entsprechenden Asylgesetze ordentlich vollziehen und hier auch die illegale Migration stoppen. Einmal da ein Auge zugedrückt, einmal dort weggeschaut, das wollen die Menschen in diesem Land einfach schlicht und einfach nicht mehr. Dieser Staat, und das wollen die Menschen, dieser Staat soll funktionieren, es sollen Verdachtslagen untersucht werden, es sollen mögliche Straftaten aufgeklärt werden und ganz besonders, wenn es um das BVD geht, sehr geehrte Damen und Herren. Denn hier geht es um die Sicherheit Österreichs und darum ist auch ein Höchstmaß an Pflichtbewusstsein zu wahren. Und wenn dann offenbar ein schlecht informierter Parlamentarier im ORF behauptet, es handelt sich bei den Hausdurchsuchungen um überfallsartige Handlungen, es ist ein Überfall auf das BVD und es gehe bei der BVD-Causa dem Innenminister vor allem darum, dass gegen Rechtsextreme in der FPÖ ermittelt werden. Na, da kann ich nur sagen, Herr Kollege Greiner, Sie fantasieren. Ihre Fantasien sind keine Grenzen mehr gesetzt. Die Behauptungen, die Sie hier aufstellen in Medien, sind aktenwidrig und schlicht unwahr. Wir haben uns nicht nur immer gegen jede Form des Extremismus distanziert. Wir haben, egal ob es Rechtsextremismus, Linksextremismus war oder die Gefahr des Terrorismus, wir treten hier entschieden entgegen und das kann man nicht auf sich sitzen lassen. Ich würde dem Innenminister auch empfehlen, hier auch rechtliche Schritte einzuleiten, wenn solche Sachen in so einem großen Medienforum hier artikuliert werden. Zum Thema Anzeigepflicht. Jene, die ein Unrecht anzeigen, werden heute von der Vereinigten Opposition auf das Übelste diffamiert. Der Generalsekretär war als Vertreter der obersten Sicherheitsbehörde verpflichtet, die Staatsanwaltschaft so rasch wie möglich einzubinden, die Dokumente zu übergeben und wesentliche Zeugen zu benennen. Dies hat er ordnungsgemäß gemacht und ich bin ihm mehr als dankbar als Parlamentarier, dass er solche inkriminierten Sachverhalte anzeigt und auch den Ermittlungsbehörden übergibt und nicht wegsieht. Weil was wäre denn die Alternative gewesen, sehr geehrte Damen und Herren? Hätte der Generalsekretär dies nicht zur Anzeige gebracht, was hätten Sie ihm heute vorgeworfen? Sie hätten ihm Amtsmissbrauch vorgeworfen und das wahrscheinlich zu Recht hätte er unterlassen. Also bitte, lesen Sie nach § 78 Strafprozessordnung. Das sind die gesetzlichen Grundlagen, die hier heranzuziehen waren. Heute war zudem von Ermittlungsdruck die Rede, der Ermittlungsdruck auf die Staatsanwaltschaft. Diesen Terminus technici gibt es in diesem Verhältnis überhaupt nicht. Das ist ein juristischer Begriff, den es hier nicht gibt, der existiert nicht. Das ist einfach eine Erfindung, die Ihrem Geist entspringt, Herr Kollege. Wenn jemand einen Verdacht hat und von einem Verdacht Kenntnis erlangt, wenn jetzt irgendein Bürger einen Verdacht hat und er geht zur Polizei und zeigt das an, hat er dann die Polizei unter Druck gesetzt, weil er sie auffordert, hier Ermittlungstätigkeiten zu starten? So, die BVD-Causa, muss man sagen, ist und vor allen Dingen die Hausdurchsuchungen von vielen Staatsanwälten ordnungsgemäß bearbeitet worden, von Richtern genehmigt. Und hier kann ich keinen Ermittlungsdruck erkennen und vor allen Dingen kann ich nicht erkennen, dass die Staatsanwaltschaft oder die Gerichtsbarkeit hier mangelnde Professionalität hier zutage hat treten lassen. Ich habe in meiner gesamten beruflichen Zeit als Rechtsanwalt noch überhaupt keinen Staatsanwalt und überhaupt keinen Richter erlebt, der sich von einem Anzeiger hat unter Druck setzen lassen, sehr geehrte Damen und Herren. Sowas gibt es nur in Ihrer Fantasie und das, da gehört das auch, glaube ich, hin.
Gretchenfrage, es ist heute auch schon erwähnt worden. Gibt es eine Weisungskette zwischen Innenminister oder Innenministerium und Staatsanwaltschaft? Natürlich gibt es das nicht. Es gibt kein Weisungsverhältnis. Es ist eine Märchenerzählung, die Sie hier zum Besten liefern. Und man muss ehrlich sagen, von Gewaltentrennung, von Gewaltenteilung, Herr Kollege, haben Sie noch nie etwas gehört und können das dann bei der nächsten Sondersitzung behaupten, ist wahrscheinlich, dass der Bundesminister einem OGH-Richter eine Weisung erteilt hat und der OGH-Richter dann deswegen das Urteil so gefällt hat. So ungefähr hört sich das an in meinen Ohren. Noch zu diesen Beschlüssen des Oberlandesgerichtes betreffend die Hausdurchsuchungen. In fast allen Beschlüssen wurde ein Anfangsverdacht bejaht. Und der Anfangsverdacht ist die Grundlage und die Voraussetzung für eine Hausdurchsuchung. Und natürlich kann man über die Verhältnismäßigkeit sprechen. Nur wenn dann die Gerichte das aussprechen, und da bin ich nicht glücklich damit, dass das über die Amtshilfe hätte erfolgen müssen, dann muss ich sagen, das ist nicht besonders lebensnahe. Weil wie Sie ja wissen, auch der Direktor des BVD in diese Thematiken involviert gewesen ist. Und auch die Oberbehörde im BVD, wenn es im Wege der Amtshilfe erfolgt wäre, natürlich mit hoher Wahrscheinlichkeit hier eine Beweismittelunterdrückung oder Beweismittelverlust hätte bedeutet. Man verlangt also von einem Beschuldigten, ihm belastendes Beweismaterial freiwillig auszufolgen. Dass das ein bisschen zu viel verlangt ist, sehr geehrte Damen und Herren, das brauche ich vor allen Dingen den Juristen unter Ihnen, glaube ich, nicht zu erklären. Ich möchte abschließend sagen, dieser Urschuss hat das Ziel, und das ist das einzige politische Ziel, und das muss man auch der Bevölkerung hier klipp und klar sagen, einen tadellosen Innenminister mit Schmutz zu bewerfen, der sich in dieser Angelegenheit nichts zu Schulden hat kommen lassen. Die Untersuchungen der Justiz sind nicht seine Zuständigkeit. Sie wissen das. Der Innenminister veranlasst keine Hausdurchsuchungen. Sie wissen das. Der Innenminister genehmigt keine Hausdurchsuchungen. Sie wissen das. Und trotzdem konstruieren Sie hier eine Verleumdungskampagne der Sonderklasse und möchten damit eines erreichen, die politische Beschädigung des Ministers, der endlich die Gesetze ordnungsgemäß vollzieht, der die Sicherheit der Bevölkerung Schritt für Schritt erhöht und der, das tut Ihnen besonders weh, negativ beschiedene oder kriminelle Asylbewerber auch tatsächlich abschiebt. Weil das ist auch die Aufgabe des Innenministers. Sie können die Bevölkerung nicht täuschen und die Bevölkerung ist viel zu klug und wird dieses Spiel auch durchschauen. In diesem Sinne werden wir weiteren Sitzungen im Urschuss genau auch mit dieser Linie begegnen. Herzlichen Dank. Es sei ordnungsgemäß vorgegangen worden, sagt Markus Czank von der FPÖ. Richter und Staatsanwälte würden sich nicht unter Druck setzen lassen.